Mit super Nachrichten gehen wir ins Wochenende, denn die Arbeitsmarktdaten in Amerika sind deutlich besser ausgefallen, als sich das viele vorgestellt haben. Gucken wir mal drauf. Die Non-Farm Payrolls, die sind im November mit 186.000 erwartet worden. 266.000 sind es geworden und zuvor waren es nur 156. Also deutlich mehr als zuvor und auch deutlich mehr als erwartet. Also eine super Nachricht, zumindest mal positiv das Ganze. Und die Arbeitslosenrate ebenfalls positiv, weil gesunken von 3,6, wie erwartet auch, auf 3,5. Also alles eigentlich super. Nicht ganz so sehr im Fokus, aber trotzdem nicht ganz schlecht. Ist zumindest mal auf Jahressicht hier die Hourly Earnings, also die Stundenlöhne, sind leicht über den Erwartungen, sind zwar etwas zurückgegangen, aber waren über den Erwartungen jetzt hier aufs Jahr gesehen. Insofern auch nicht die schlechteste Nachricht, denn das bedeutet letztlich, dass ja auch mehr verdient wird, mehr ausgegeben werden kann und das könnte der amerikanischen Wirtschaft ja zugutekommen. So, jetzt aber die Frage an das Rateteam. Ist das eine gute Nachricht für die Märkte oder ist es eine schlechte? Heute ist es als positiv aufgenommen worden. Wir sehen, dass der Dow Jones mega nach oben erstmal gegappt ist. Naja gut, mega, wir haben schon andere Sachen gesehen, aber zumindest mal erstmal nach oben hier explodiert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den Schub bekommen hat, die 28.000er Marke ist schon fast wieder in Schlagdistanz, also positive Auffassung. Dabei muss man sich jetzt die Frage stellen, was bedeutet das denn für die Notenbanken? Werden die jetzt sagen, oh klasse, es läuft sowieso gerade super, dann unterstützen wir weiter? Oder werden die Notenbanken sagen, ah, wenn der Markt sich ja doch etwas besser entwickelt, können wir ja wieder dezent zurückrudern oder vielleicht jetzt nicht zurückrudern, aber zumindest mal einer Ausweitung unserer Maßnahmen etwas dezenter gegenüberstehen. Also das ist die Krux, die die Marktteilnehmer jetzt haben, die fundamental das Ganze beurteilen wollen. Wie reagiert dann im zweiten Rundeneffekt sozusagen dann die Notenbank da drauf und was hat das dann wiederum für eine Auswirkung? Für heute allerdings erstmal positive Nachrichten, der Kurs doch nicht ganz so dramatisch. Wir sind ja insgesamt hier bis knapp auf die 38er Marke beim Dow Index runtergegangen, 38,20er. Also sozusagen fast das Minimum für eine ordentliche Korrektur gesehen. Wir hatten zwar in den letzten Malen deutlich mehr immer gesehen, das ging dann hier teilweise 78% runter. Also wäre das sogar hier unten gewesen, wenn man das vergleichen will, dieser Anstieg hier runter. Das war ungefähr das, was wir hier hatten und das, was wir auch im Sommer mal hatten zwischendurch, als es so nach unten gekommen ist. Also immer noch das relativ bärische Bild. Im Moment scheint also noch niemand richtig auf die Bremse treten zu wollen und Gewinne wieder abgeben zu wollen. Was für eine Handelsanweisung kann man daraus ableiten? Dazu wechseln wir mal weg vom Index und gucken mal, wie der Markt aktuell tatsächlich aussieht. Klarer Schub nach oben. Und das ist für diejenigen, die heute Abend vielleicht auch noch mal aktiv werden wollen, eigentlich eine schöne Geschichte, weil was jetzt noch fehlt, ist eigentlich irgendwie was dezent Hängendes nach unten, um dann zu sagen, gut, da springe ich doch nochmal auf. Das Prinzip kenne ich doch, also um dann die Aufwärtsrichtung als Fortsetzung dann eben noch mitzunehmen, ist zumindest mal die Richtung, in die es dann offensichtlich wohl weitergehen dürfte. Aber vorsichtig, es steht auch das Wochenende bevor und aus der aktuellen Situation, die wir jetzt im Moment haben, müssen wir im Hinterkopf behalten, es mag den einen oder anderen geben, der sagt, ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Das heißt, vor dem Wochenende ist es denkbar, dass auch so etwas noch passiert, kann auch noch steiler sein. Also die letzten Stunden der Woche, dass die möglicherweise am Abend dann doch noch eher so aussehen. Und dann wäre eben sowas nochmal mega interessant, um dann gegebenenfalls nochmal weiter short mit dabei zu sein. Es ist beides durchaus drin. Einerseits die Angst, etwas zu verpassen, nämlich eine weitere Bewegung am Markt, aber auch die Angst, dass vielleicht doch es alles nicht mehr so toll aussieht. Das zeigen Bewegungen wie diese hier, die wir jetzt hier hatten, oder hier sieht man es deutlicher im 4-Stunden-Chart beispielsweise. Das zeigt schon, dass die Marktteilnehmer ein bisschen vorsichtiger geworden sind und nicht mehr jede Kröte schlucken, die ihnen, sei es im Handelskonflikt oder andersweitig, hier auf den Tisch gesetzt wird. Also Vorsicht ist angesagt. Für uns aktive Händler ist das sicherlich nicht das große Problem, denn genau solche Sachen, die lassen sich hervorragend handeln. Tolle Dynamik in eine Richtung, die machen oder richten das Augenmerk dann auf den entsprechenden Markt. Und wenn der Markt auf der anderen Seite dann korrektiv, wackelig, dann in die Gegenrichtung geht, bestätigt er ja die starke Seite, die wir da haben.
Das ist hier sogar noch nicht mal völlig von der Hand zu weisen. Es ist also zur Not auch noch denkbar, dass selbst sowas hier eher als negativ aufgefasst wird. Aber dafür müsste der Kurs schon noch deutlich nach unten gehen. Also solange wir da oberhalb bleiben, ist eigentlich das bullische Bild immer noch das zu bevorzugende. Erst wenn wir nach dem Abwärtsmove, den wir hier hatten, jetzt so langsam aber sicher dann uns nach unten fortsetzen, dafür dürfte es oder bedürfte es dieses Bruches. Und da sind wir so weit von entfernt, dass man im Moment auf dieses Szenario eigentlich gar nicht aufspringen will. Selbst wenn wir sowas hier zwischendurch kriegen, geht es eigentlich eher um erstmal kleinere Bewegungen, die man aber im Feierabendhandel gerne und gut nochmal mitnehmen kann. So, jetzt hoffe ich, dass das ein toller Wochenausklang wird, dass viele von uns noch ein bisschen Spaß haben werden in den Märkten. Ich drücke dafür beide Daumen und dann hören wir uns im Zweifelsfall in der nächsten Woche wieder und gucken, wie es denn da weitergeht.